Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer angekündigten neuen Folge von und mit Thomas Eve Garage. Nebst dem ersten Trabant Kübel in Anführungszeichen, den wir hier auf dem Channel begrüßen dürfen. Warum in Anführungszeichen? Weil das kein originaler Armee-Kübel ist, sondern ein umgebauter. Ich glaube, man nennt die dann nicht mehr Kübel, sondern Tramp. So, da Tramp aber nicht so mein Wort ist, sagen wir jetzt einfach im weiteren Verlauf Kübel. Also macht euch jedes Mal gedanklich so Sternchen dran. Und wie ihr seht, dürfen wir diesen Kübel zum ersten Mal auch innerhalb dieses Kanals diese wunderschönen Felgen hier verpassen. Ich habe sie wundervoll auf den Namen Klassenfeind getauft. Warum, weiß ich gar nicht. Fiel mir einfach so ein. Es ist eine 5,5x13 ET, was habe ich gesagt? ET7 mit 175/50 R13. Ich persönlich hätte ja nicht gedacht, dass diese Pelle auf so einem schmalen Reifen so verhältnismäßig gut aussieht. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das euch so gefällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber wir wollen halt versuchen, diese Felge vorne ohne Scheibenbremse, nur mit Adapterplatten, auf dieses Fahrzeug zu knallen. Und zusammen mit einem TIG TF 120 Fahrwerk, auch Filmpremiere, hier den Kübel dem Erdboden etwas näher zu bringen. Hinterachse, altbewährt. Thomas Giebel Garage. Windefahrwerk, das kommt an die Hinterachse dran. Natürlich brauchen wir da noch ein Flexrohr, das kriegt er. Und kleine Sturzkorrektur, sowieso. Und entsprechende 4x100er Trommeln. Also an sich, ich sag jetzt mal, ein, naja, verhältnismäßig überschaubares Projekt, sag ich mal. Einige Sachen haben wir schon mal gemeinsam gemacht, andere nicht. Wir schwarten das jetzt gemeinsam unter das Auto und dann gucken wir uns einfach mal an, wie auch so Kübel mit Tief und Fällen aussehen kann. Vor allem habe ich ein bisschen Schiss, Hinterachse mit Trommeln und dieser Felge, weil es ja doch ein bisschen eine andere Kotflügel ist als beim 601er. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen uns das einfach mal überraschen. Ich dachte mir, ich nehme euch auf dieser Reise mit, wegen diesen vielen Neuheiten, die wir hier haben. Zum einen, zum anderen und zum dritten, weil wir halt noch keine Kübel in der Form umgebaut haben. Und ich, wie gesagt, auch nicht weiß, wie eine TF 120 mit einer 13 Zoll aussieht. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis gleich und dann Feuer frei! Hinten haben wir jetzt schon die neuen 4x100er Trommeln, haben wir schon drunter. Also wir haben jetzt nochmal auf die Timeline geguckt, für das erste Mal 8 Minuten. Ja, einmal beide Seiten komplett. Richtig geil. Vorne die Adapter haben wir halt drauf. Jetzt machen wir hier einmal, wie gesagt, Sicherungssplint raus, Dämpfer locker und dann in der Mitte Blattfederlose und dann ziehen wir den ganzen Quark hier einfach zur Seite raus. Wunderschön. Alles schon hier, Gleichlaufwellen, super Basis, wenn du so willst. Und wie gesagt, hier, einmal alles voller Elascon. Also, das gab es irgendwo wahrscheinlich hier im praktischen 1000 Liter Gebinde oder so. Ja, wurde nicht mitgespart. Nee, gar nicht. Gut, alles klar. Na dann, sehen wir mal zu. Ja, meine Freunde, eigentlich wollten wir das erste Mal in der Geschichte, auch von Thomas Eva Garage, ein Auto innerhalb von 2 Stunden oder so hier einfach mal schnell durchrocken. Mit den Trommeln habe ich euch erzählt, Blattfeder hängt schon drin. So, ich hatte natürlich, weil der macht jetzt von außen wirklich super Eindruck. Ja, also für mich wäre das so eine 1-, weil der ist gut lackiert, der ist top konserviert und so. Das ist echt alles wirklich cool, deswegen haben wir gedacht, das reißen wir hier in 2 Minuten ab, ja. Aber wenn du halt dann sowas hier schon siehst, dass quasi das Federbein drin gelassen wurde, dann Hauptsache drüber alles voll gesaut mit hier Farbe oder Unterbodenschutz oder was wie ich, was das sein soll, dann weiß man ja schon auch ungefähr, wo die Reise hingeht. Dann kommst du halt vorne eine Leitung DDR, eine neu, ganz komisch, also dann hier so klassisch, ja, Schrauben so überlackiert, der Rest alt. Und der Kracher war dann halt hier auf einmal Vorderachse, wo dann einmal hier Radlacher selber, dann hier oben Federgabel, unten hier Laufbolzen, hier an der Seite selbe Spiel, oben selbe Spiel, Radlacher,
Selbe Spiel, sind auch alles noch alte. Ja, wird das nicht, war hier eben mit schnelle Fix und so weiter. Auch hier unten die Buchsen, also die Querlenker-Geschichten, Dreieckslenker-Buchsen hier oben. Ich weiß nicht, ich hoffe, man erkennt es. Halt schon ziemlich porös. War hier genau dasselbe, ist halt mit Silber drüber lackiert, aber prinzipiell sind es die alten. Demnach waren die in den Leitungen hier schön festgefressen. Also müssen wir auch die Leitung einmal neu machen quasi, dass das hier vernünftig wird. Und ja, so zieht sich jetzt das vermeintlich 5-Minuten-Projekt doch mal noch eine Idee weiter. Und wir sind jetzt nicht sofort gleich fertig. Als nächstes schwarten wir hier die PU-Buchsen rein, die roten. Dann kommt die Sturzkorrektur dran, Federbein dran und dann können wir zumindest die Hinterachse, wenn wir die Bremsleitung gewechselt haben, auch schon wieder rein. Und dann haben wir zumindest an der Hinterachse schon mal die Möglichkeit, noch mal ein bisschen zu gucken, bis unsere Buchsen, die wir für die Vorderachse brauchen, bei uns hier entsprechend ankommen. Wir haben ja gesagt, wir machen hier vieles neu und zum ersten Mal. Unter anderem halt eine Kübel-Hinterachse bzw. hinterer Kotflügel. Und der scheint tatsächlich schmaler zu sein als normaler 601er. Was halt jetzt hier ein bisschen komisch ist, auf der Seite steht es relativ weit raus. Und auf der Seite hätte ich gesagt, mit viel guten Willen und Kante schneiden, kommen wir vielleicht beim weiteren Einfedern doch irgendwie noch dran vorbei, ja. Also, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Wie gesagt, auf der Seite, Fahrerseite sieht viel, viel besser aus, aber die ganze Heckwand ist ja alles selber geschweißt. Also gibt es ja diese Umbausätze da, was weiß ich was. Also entweder ist Kübel, Hinterachse tatsächlich, also Thema Kotflügel, nicht Achsen und so, das ist ja alles gleich. Aber Thema Kotflügel tatsächlich schmaler als 601 oder schlecht geschweißt oder wir wissen es noch nicht. Ist jetzt etwas ernüchternd, ich habe schon gesagt, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist abwarten, bis die Teile für die Vorderachse da sind, dass wir die Vorderachse wieder vernünftig zusammenbauen können, dass die TF120 auf eigenen Rädern steht. Dann wissen wir ja, wie hoch wir hinten noch schrauben müssen, wie viel Platz wir quasi noch bis zum Kotflügel haben. Ja, also haben wir so viel Platz noch bis zum Kotflügel, ich übertreibe jetzt, ja. Dann ist es halt so, dann kann man es so lassen. Ist das nicht der Fall, so wie jetzt gerade aktuell, wie er da steht, haben wir natürlich ein Problem. Die einzige Lösung dann wäre, weil wir, die Felge hat eine relativ kleine ET, steht also weit raus, also auch das Felgenhorn steht weit raus, und wir so viel Platz zum Dämpfer haben, dass wir tatsächlich eine große Sturzkorrektur mal probieren. Und vielleicht haben wir damit dann Glück. Mal sehen. Aber das ist jetzt erstmal so der Stand. Leider. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben jetzt die Vorderachse ja nochmal hier beim Wickel, weil wir die Buchsen nochmal neu machen. Aber trotzdem finde ich es immer wieder interessant. Denn es wurde uns gesagt, dass das ganze Thema alles schick, alles einmal schön gemacht wurde. Eine Vorderachse, wie gesagt, Laufbolzen unten, haben wir schon neue Buchse eingepresst jetzt und wollten jetzt gucken, welchen aufreiben und so weiter. Und dann können wir hier gucken, geht wunderbar, saugen drüber, ja. Und hier, wenn du das jetzt so einbauen würdest, dann wäre quasi nach einer Saison das ganze Thema wieder genauso hässlich, wie es halt vorher war. Auch Federgabel oben, genau das gleiche. Guckt euch mal die Narbe an hier. Keine Ahnung, was da mal passiert ist oder ob das halt wirklich zerfressen ist. Keine Ahnung. Das scharf, ja. Also, dass die Buchse oben auf jeden Fall zerfressen war, das wundert mich überhaupt nicht. Das ist ja wie so Schleifstein hier jedes Mal, wenn sich das hier dreht. Und auch nochmal so fürs Gefühl, die andere Seite, ja, hier. Guckt euch das mal an. Also, ich habe wirklich auch schon... Das wird noch extremer gehen, da bin ich mir sicher. Aber zumindest das, was ich hier in der Hand hatte, das Ding muss gefahren sein wie so ein Sack Nüsse. Also bin ich schon wirklich schwer... schockiert. Schwer schockiert. Ja, danke, danke. Also dafür, wie gesagt, dass es eigentlich alles neu sein soll, ist es schon echt hart. Und für mich persönlich ist das halt das beste Beispiel, ja. Ein paar schöne neue Schrauben genommen. Eine schöne neue Leitung, alles das, was du so von außen siehst, tatsächlich. Ein kleiner Blender, schade. Auch hier, ja, schön die Widerlager, alles schön neu gemacht. Sieht alles schmuck aus, neue Entlüfternippel und so. Wirklich cool. Aber das nützt ja halt nichts, wenn du hier so... eben so eine Scheiße hast, ja. Wahnsinn. Gut, wir machen weiter. Jetzt müssen wir natürlich noch die ganze Geschichte hier
nochmal den Laufbolzen, zumindest auf der Seite. Hier müssen wir gleich nochmal messen. Neu machen und so weiter. Aber da zeige ich euch gleich auch noch einen richtig geilen Trick mit dem Laufbolzen unten. Nach mühevoller Kleinarbeit diesen dämlichen Splint von dem Laufbolzen hier auszutreiben. Ihr seht ja auch schon, wie das hier unten alles aussieht. Also so eine Dreckskläge. Leute, nee. Also zwei abgebrochene Bohrer später, ein abgebrochener Dorn später. Wo haben wir hier den Übeltäter hier? Ja, habe ich es dann jetzt nur endlich raus, das Mistding. Und wir können den Laufbolzen quasi austreiben. Jetzt habe ich schon tatsächlich Ewigkeiten auch überlegt. Ich weiß noch, beim Low-Budget-Projekt, da war ja auch oben die Federgabel draußen. Da haben wir das mit einer Verlängerung hier von der Ratsche durchgeschlagen, die an sie Schichte. Übelst der Aufwand, sah unheimlich russisch aus. Und dann habe ich wie immer, Trabantvermietung Chemnitz, einen heißen Tipp von Olli gekriegt. Denn jeder hat wahrscheinlich diesen alten DDR-Spurstangenabzieher bei sich im Portfolio. Und diesen Spurstangenabzieher, je nachdem wie lang die Schraube ist, kann ich jetzt hier ansetzen, um den Bolzen tatsächlich auszutreiben. Auf der anderen Seite habe ich schon probiert, hat funktioniert. Lege ich quasi hier noch einfach ein kleines Distanzstück dazwischen. Hier, das ist nicht weiter wie eine Unterlegscheibe, könnt ihr quasi genauso nehmen. Setze hier den Abzieher an, ganz kleiner 3/4 Schlüssel. So, wir haben jetzt nochmal umdisponiert, weil am Schraubstock das ganze Thema ein bisschen umständlich ist tatsächlich. Und so habe ich den anderen auch ausgetrieben. Also, ich hatte vorhin das Gehäuse auch noch ein bisschen heiß gemacht. Da macht sich das Ganze natürlich noch ein bisschen besser. Aber seht, ihr seht auch ohne. So, jetzt ist halt der Abzieher am Ende. Und damit haben wir es erledigt. Und ich weiß nicht, so schnell habe ich noch nie so Bolzen ausgetrieben. Das ist schon wirklich, das mal richtiger Tipp. Also, ich fände das richtig, richtig klasse. Ich will euch jetzt noch mal kurz eins zeigen. Und zwar sieht man jetzt an dem Laufbolzen quasi ganz deutlich, wo der dann hier unten gearbeitet hat. Also die Schwenklagerbuchse kann ich ja von unten super draufstecken, aber von hier oben nicht. Man sieht quasi, ich weiß nicht, ob das im Video auch so rüberkommt, so eine kleine Kante hier, wo man richtig sieht, wie das hier unten unheimlich erarbeitet hat. So, und neue Radlager, wie gesagt, sind schon drin. Unter schöner Schmetterling. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch. Das ist auch schon soweit alles drin. Aber bevor wir jetzt die neuen Laufbolzen quasi einsetzen, weil fürs Einsetzen habe ich keinen heißen Tipp für euch, liegen die jetzt erstmal noch im Froster. Die Schicht machen wir dann richtig heiß. Und wenn wir dann soweit sind, dann bringen wir noch mal ein bisschen frische Farbe drauf, damit das ganze Thema, was wir jetzt hier gerade mit dem Wörchen und machen, da verursacht wurde, entsprechend wieder beseitigen. Also, das ist jetzt so der Plan. Willkommen zurück bei diesem Video hier mit unserem wunderschönen Kübel. Wunderschön mittlerweile in Anführungszeichen. Leider muss ich jetzt wieder selber filmen. Mein Praktikant Tim ist nicht mehr da. Tim, an dieser Stelle, wenn du das siehst, nochmal vielen, vielen Dank für deine Hilfe, für deine Unterstützung. Egal bei welchen Themen hier in der IFA-Garage. Wir hatten ja den Kübel, wie gesagt, hier auf der Bühne. Jetzt ist mittlerweile auch alles wieder dran, was dran sein soll. Also Vorderachse, einmal komplett neue Federgabel, Laufbolzen, alles neu gemacht, neu aufgerieben, alles wunderschön, alles wieder zusammen. Auch soweit erstmal drinne. Hinterachse ist jetzt einmal mit großer Sturzkorrektur ausgerüstet. Fahrerseite super klasse. Jetzt damit quasi Beifahrerseite hier drüben haarscharf. Also wirklich ist echt knapp DES Todes. Gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber was soll's? Es muss ja drunter. Also es ist definitiv der Fall, wir werden das gleich auch nochmal sehen, dass die Seite bzw. die Seitenwand anders dran geschweißt wurde als drüben. Drüben, sagen wir mal, hätte es ja auch mit der kleinen Sturzkorrektur, jetzt so wie er auf der Erde stand, super gepasst. Also, ja, ihr wisst ja, wenn der noch ein Stückchen tiefer kommt, kommt das Rad ja oben immer noch ein Stückchen weiter rein. Das wäre wirklich überhaupt kein Thema gewesen, ehrlich jetzt. Richtig klasse eigentlich. Aber, ja, es hätte halt einfach nicht sollen sein irgendwie. Was ich jetzt halt noch machen muss, um das Projekt zu finalisieren, ist den Auspuff über dem Querlenker lang zu legen. Bei TF120 brauchen wir auf jeden Fall nicht durch den Rahmen durch, sondern da reicht es eben diese übliche über dem Querlenker Variante. Das muss ich auf jeden Fall noch bauen. Aber
Ich wollte euch jetzt gleich nochmal den finalen Ausbaustand dieser TF120 in Verbindung eben mit Gewinde hinten und diesen wunderschönen Klassenfeind-Fairing vorstellen, weil das wirklich in Summe eine Geschichte ist, wo ich sage, ja, das können wir echt so machen. Also Freunde, ich weiß nicht jetzt so ganz, wie es euch geht, aber ich bin der Meinung, dieses Auto mit den Fällen, das kann echt was. Also, mein lieber Gesangsverein. Also, jejeje. Klar, über die Lampenringe und so, da lässt sich streiten. Aber so von der Sache her, würde ich vorschlagen, gucken wir uns das Ganze nochmal bei Tageslicht an oder was. Also ich sag's euch, wie es ist. Ich war von so Kübel prinzipiell nicht so überzeugt. Aber das in Verbindung auch mit der Tiefe, also für mich müsste es noch ein bisschen tiefer, bei mir wäre es mindestens TF150, aber das ist natürlich Geschmackssache, findet das wirklich eine angenehme, schöne Geschichte. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr es so denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und vielleicht so mal ein bisschen eure Erfahrungsberichte. Kennt ihr diesen Typ, eigentlich alles gemacht und dann guckst du drunter und denkst dir so, was? Würde mich interessieren, schreibt es einfach mal rein. Ansonsten, Freunde der Nacht, würde ich sagen, können wir mit diesen schönen Bildern das heutige Video getrost beenden. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Thomas IFA Garage. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao.